Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zum 29. Teil Jacket Alliance. Und Leute, ich sag mal so, ich bin nochmal in mich gegangen und so ein paar Sachen muss ich jetzt nochmal kurz zum Besten geben. Also das eine ist, ich glaube, ich habe die Open World ein bisschen ausgetrickst, denn ich bin der Meinung, dass man in dem Stadium, in dem ich mich befinde, also ich weiß nicht, wie viele Stunden habe ich jetzt gespielt, 14? 13, ich weiß es nicht, dass man da schon 130.000 auf dem Konto hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein klein wenig zu viel des Guten ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die eine oder andere Situation, die ich jetzt hier schon gemeistert habe, glücklicherweise, vielleicht für so einen jungen Trupp doch ein bisschen zu viel des Guten war und noch gar nicht so gedacht war. Und auch das mit dem Flüchtlingslager, von dem ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich das eigentlich schon hätte betreten können, unter anderen Umständen, dass ich jetzt aber nicht mehr betreten kann, weil es einfach für mich eine Area ist, die mich total platt macht. Also, dass auch das hier am Anfang des Spiels noch nicht sein sollte. Also mit anderen Worten, ich habe zwar hier eine schöne, ich sag mal, Open World in Anführungszeichen, ich kann ja machen und gehen, wohin ich will, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so von den Designern gedacht ist. Ich fühle mich irgendwie so nicht mehr im Flow, ne? So, das fing ja hier so recht gemütlich und aufbauend an und auch hier so. Aber seitdem ich mich hier hochgekämpft habe, also ich weiß nicht. Aber ich habe das ja nur gemacht, weil ich gehört habe, dass der Biff sonst stirbt. Vielleicht hätte er einfach sterben müssen, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel sich das denkt. Vielleicht war ich auch insgesamt zu langsam. Vielleicht hat das Spiel auch gedacht, Mitte Mai ist man schon hier irgendwo von hier unten nach oben oder weiß der Teufel, wobei, wenn ich hier so nach rechts schaue, da ist ja noch so viel. Ja, wie auch immer, ich habe jedenfalls viel Geld und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, mit dem ganzen Geld bauen wir jetzt einen zweiten Trupp auf. Und zwar einen zweiten Trupp, der ja durchaus aus guten bis sehr guten Leuten besteht. Oder? Also momentan kann ich es mir leisten. Gut. Die Idee war ja ursprünglich zu sagen, man tauscht jemanden aus. Jetzt ist die Idee, einen zweiten Trupp zu machen. So. Und zwar, ich möchte im zweiten Trupp auf jeden Fall, wie auch immer, unter jedem Umstand, Fiedel wäre auch nicht schlecht, wobei, der hat halt nur, also das ist halt, der schmeißt mir zwei Granaten gleichzeitig, was ja auch toll ist, aber ich habe ja gar keine Granaten. Kann auch nach aktuellem Stand keine bauen, deswegen, ja, aber Ivan möchte ich. Where did you go? Идиоты тратят мое время. Was? Also. Ja. Good. Ivan. So, das ist mal die eine Personalie. Dann wollte ich. Also ich habe überlegt, ich will auf jeden Fall noch einen Mediziner haben. Und ich habe überlegt, ob ich den Toren entweder nehme, weil der nämlich auch ja einigermaßen kämpfen kann, einigermaßen Kraft hat, Gesundheit. Die Alternative wäre Dr. Q, der halt eher so der Nahkämpfer ist, also nicht ballert, aber halt, ne? Oder wir nehmen eine günstige, die Fox zum Beispiel. Aber die hat Medizin nur 69. Das ist. Ach, das ist doch nicht das, was ich will, oder? Ach ja, und den Blatt möchte ich unbedingt haben. Ich möchte mal wissen, wie das hier mit den Messern funktioniert. Blatt hier. Blatt. Quatsch. Blatt ist dabei. Genau. Dann. Dann brauchen wir einen Techniker. Ein Techniker.
Magic. Magic hat 95, 99 Bewegung, das ist sehr gut. Und Treffsicherheit 94. Oh, das ist der. Aber der ist sehr teuer. 36.000. Nee. Das. Ich habe zwar Geld, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel. Tja. Gibt's ja gar nicht so viele, ne? Den Steroid gibt's noch, den, der ist mir zu langsam. Die LimeWire, LimeWire gibt's noch. Und sonst sehe ich da nichts mehr. Ja, nein. Abbrechen. Nein. Ach, Leco Mio. Das wollte ich doch alles gar nicht. Tja, bleibt mir fast nichts anderes übrig. Was kann die? Enttarnt alle Feinde, sofern du Infos über den Sektor hast. Enttarnt alle Feinde, sofern du Infos über den Sektor hast. Achso, wenn ihr so erkunden oder irgend sowas. Gewährt beim Hacken zusätzliche Infos, ist mit niedlichen Stickern beklebt. Sauber. Gut. So, we drifted off topic a bit, which sometimes happens to me. Well, there are some red flags. Dann. Einen Sprengstoffexperten brauchen wir ja. Aus der Kategorie gibt es ja keinen mehr. Dann könnte man eben noch den Fiedel mitnehmen. Der hat Sprengstoff 98. 86 Treffsicherheit. Na gut, selbst wenn der keine Granaten wirft, ist der ja trotzdem ziemlich gut, gell? Alternative zu ihm wäre der Red. Der ist auch günstiger. Der, wenn aktiviert, revanchiert Red sich mit Granaten, wenn er während des Gegners. Na gut, aber dafür muss er wahrscheinlich eine Granate haben, oder? Hoher Bonus bei Prüfungen auf Entschärfen von Fallen, Knacken von Schlössern, geringe Chance, beim einen Zugewinn an Moral beim Team zu vermeiden. Was? Ach, der ist Pessimist, ja, okay. Okay. Wir müssen natürlich schauen, wenn wir einen kompletten Trupp machen wollen. Weiß ja nicht. 28.000. Ach komm, schnell. Fiedel, du bist dabei. Fiedel ist dabei. So, dann brauchen wir noch den Arzt. Dann nehme ich jetzt mal den. Den. Aber der ist halt auch ziemlich teuer und ist auch nicht so der Mordsmediziner, ne? Treffsicher ist der auch nicht so mega. Gut, nehmen wir den. Komm, was? Gut, da haben wir noch, fehlen noch zwei. Ah ja, Blatt wollte ich noch. Ich dachte, den hätte ich schon. Genau, den Blatt wollte ich noch. Let's pick up where we left off. Der ist auch gar nicht so teuer. You are a new face to- Und dann. Was ist mit dem Hitman? Der Hitman erhält konzentriert bei jedem Zug. Verursache am Ende des Zuges mehr Schaden und erhalte Eifer. Dieser Effekt geht verloren, wenn der Charakter sich bewegt, seine Waffe wechselt oder nachlädt.
Wenn er sich bewegt, naja. Aber bewegen muss man sich schon, oder? Irgendwie mal so von A nach B. Shadow. Shadow und der Fluch des Khan. Kennt jemand den Film? Der ist gar nicht schlecht gewesen. Gesundheit 95, ja, das ist natürlich auch alles sehr gut. Plus die Treffsicherheit. Und kann sich stehend anschleichen. Erhält 10 Eifer bei erfolgreicher heimlichen Tötenaktion. Schwieriger zu entdecken. Werde inspiriert, wenn zu Beginn eines Suchs keine Teamkameraden in der Nähe sind. Was denn der? Den kann ich mir gar nicht leisten. Aber Shadow wird mir schon gut gefallen. Ja, aber vielleicht sollten wir es nicht übertreiben. Was ist denn hier? Was ist denn das für einer nochmal? Der ist so in allem mittelmäßig. Die Bans erhält in diesem Zug einen Genauigkeitsbonus gegen Ziele, die von einem Verbündeten getroffen wurden. Das ist auch nicht so mega beweglich, gell? Was ist mit dem Wolf? 79 Treffer, wirklich 83. Ach, die Operationen sind mir jetzt nicht so wichtig. Raven, aber die ist halt wieder teuer, ne? 94 Treffsicherheit. Auch nicht so mega beweglich. Was ist mit dir? Sehr beweglich, aber nicht so eine tolle Treffsicherheit. Ignoriert beim Wegen Überwachungsbereiche. Ich könnte vielleicht mal die Maus mitnehmen. Ich nehme mal die Maus mit. Ein bisschen aufs Geld müssen wir schon schauen. Okay, damit haben wir jetzt... Achso, nee, da fehlt ja noch einer sogar. Da fehlt ja noch einer. Was ist mit dem Igor? Das war der, der sich nicht bewegen darf, ne? 88, aber der ist wirklich unbeweglich. Das ist. Was sagt ihr? Wen nehmen wir noch mit? Wen können wir uns leisten? Hey, den habe ich doch schon angeheuert. Wie oft denn jetzt noch? Hä? Den hatte ich doch schon angeheuert. Juhu, gut. Juhu. Dorf Ernie. Und jetzt würde ich gern die Trupps definieren. Aber die sind ja alle schon im selben Trupp. Ivan ist auf jeden Fall der teuerste. Mit Abstand. Aber ich mache immer noch genug Geld. Das ist ja interessant. Okay. Achso, dann ja, warten wir auf die, oder brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten doch schon mit denen hier was tun. Und was sollten wir denn tun? Ich habe so überlegt, Geld ist immer gut. Und hier waren ja noch andere Minen, oder? Ein Bunker.
Da oben links war eine Mine, genau. Ob wir vielleicht die uns noch schnappen, weil wir haben ja eh schon... Oder wollen wir erst nach Pantagruel und dem Marquis angreifen? Aber das könnten wir eigentlich auch mit dem zweiten Trupp. Vielleicht schlagen wir uns mal nach da oben. Und noch die Mine dazu holen. Und das ist ein automatischer Kampf. Den könnte man ja mal auflösen. Mhm. Das laden wir, das entladen wir, das entladen wir. Wobei wir jetzt natürlich schauen müssen, die neuen Söldner sind zwar teilweise teuer, kommen aber nicht mit so tollen Waffen daher. Heading out. We're here. I mean, at this particular sector and all. Und ich überlege gerade, ob wir das mal durchlaufen sollten, das Ding hier. Ich weiß gar nicht, wo wir schon überhaupt waren. Kommt uns das bekannt vor? Ne, hier waren wir noch nicht. On my way. Gut, dann laufen wir mal. Das Geräusch. Copy that. Don't go to Diamond Ridge. I know for sure that the foreman of that mine is a vampire who bathes in the blood of it. My wife told me that you hire workers and pay well. I'll come and sign up tomorrow. Wie ich gelernt habe, sollte man Dorfbewohner fragen. I never liked Alphonse Lafontaine. He just wants to keep money from my pocket and look good doing it. Don't go to Diamond Red. I know for sure that the foreman of that mine is a vampire who bathes in the blood of his slaves. I hope the army intervenes and stops those big pharma experiments. I hope the army intervenes and stops those big pharma experiments. I've heard they have a lot of diesel in Lonsbach. It's about time someone kicks the asses of those Maquis. Okay, aber die erzählen auch mal das Gleiche, ne? Im Endeffekt. I hope the army intervenes. Stops those big pharma experiments in our country. Don't. I wish I could go and see the carnival celebrations in Pantagruel. I never liked Alphonse Lafontaine. He just wants to take money from my. So, wer bist du? Money. Welcome to El Quinto Basado Gemelo, the fifth twin in for you gringos. I wonder what's up with the guy in room one. He hasn't come out for 3 days in a row. Der da. Okay. I've heard they have a lot of diesel in Lonsbach, but it is not the normal kind. Word up. Steig jetzt echt durch das Fenster. To help us on our quest, perhaps? Nee, mach mal die Brechstangenmethode. Bringt er sich selbst in die Luft? Nee. How can I assist? Enemy has good visibility. Infiziert. Okay. Mhm. Infiziert. Das ist eine Eigenschaft, die nicht schön ist. Deswegen werden wir uns da mal ein bisschen Yes. I have good odds of hitting enemy. Vielleicht hätte ich ihn erst anschießen sollen und dann weggehen. Ja. MD present. Das sollte ich mir merken für die Zukunft. Get ready to scratch one, buttwad. Michael here. I think I can, you know, get him. Okay, will do. Ready to shoot. Target locked. Ui. Ordentlich. Going right now.
Flinte. It is luckier there than here, yes? Hundertundzwei. Oh. Mannis unseliger Gast ist erledigt. 102, okay. Barry hat Stufe 4 erreicht. Na dann. Barry, du bist in Gesundheit gut, du bist in Kraft gut. In Gesundheit verursacht 10% mehr Schaden pro Verletzung. Führe einen unterbrechenden Angriff mit Feuerwaffen aus, wenn du während des gegnerischen Zuges erheblichen Schaden erleidest. Die Chance beruht auf einer Prüfung gegen Gesundheit. Erhalte 15 Eifer, wenn du am Ende des Zuges keine Deckung hast. Das können wir mal machen. Okay. Grizzly hier. Eis hier. Falle deaktivieren können wir nicht. How can I assist? Barry. Device disarmed with precision. With precision. Okay. Da ist nix. Ja, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt mal ein bisschen hier rum mit MD, Barry, Grizzly und Kalina. Sure, we'll get there. Und wir reden jetzt mal mit Money. Wo sind der jetzt da? The fifth twin inn is where Grand Chien meets Aruko, the best bar of two countries. I hope this inn is not built on some ancient pyramid or something. My brothers warned me that can be very bad. Das ist eine Anspielung auf From Dusk Till Dawn. The fifth twin inn, we slash booze in half. We got white booze, black booze, Spanish booze, yellow booze. We got hot booze, cold booze, smelly booze. Welcome to El Quinto Basado Gemelo. Auch das war natürlich gerade eine Anspielung auf. Ihr wisst schon. We're moving? We're moving. Gut, dann Kalina. Gut. Mhm. As you wish. Gucken wir mal, was da Schönes gibt. 20 Medikamente für 1000. Ja, mach ich. Und dann gibt es hier Sprengstoff. Das erfreut natürlich. Gasgranaten. Drei Giftgasgranaten für 1000. Ja, natürlich. Kommt mal alles. Wie ist denn das hier mit den Granaten? Das sind ja Blendgranaten. Das sind die hier. Ja, das... Ist ja dann auch was für ein Barry eigentlich, ne? Sollten wir uns einen Rucksack tun? Barry Unger. Gut, dann gibt's hier Teile. Hier gibt's Teile. We will do. Maybe we should check this out. Yes. How can I assist? Warum ist das vermint? Threat from explosive device removed. Wegen dem Kampfmesser, ja toll. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Hello. We're moving? We're moving. We copy. Leute. Come, friend. Best prices in Grand Chien. We're on our way. That's useful, right? How can I assist? Ui. Barry Unger. Barry Unger. Sure, we'll get there. Yes. So, das war's ja schon hier, ne? Kann mit dem Sprengstofftyp nochmal reden. Mal schauen, was der noch so sagt. Und der Medizinlieferant erzählt was.
quality, bed well prices. Huh? So. Okay, haben wir einen Infizierten erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Können wir das jetzt so direkt machen eigentlich schon, ne? Heading out. Ja. We're here. I mean, at this particular sector and all. Die Savanne. Aber ich würde mal sagen, die Savanne starten wir erst in der nächsten Folge. Und dann kommen ja auch bald schon unsere neuen Soldaten an. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit zwei Trupps und so. Da bin ich schon sehr gespannt. In diesem Sinne, macht's gut und ciao.